aus den USA. Cruisergewicht, den will er sich erboxen. Und zwar Anfang des nächsten 98 gegen den Iron Champion boxen. WC Intercontinental-Titel mit einem Sieg. Herr Gürtel hat er bislang fünfmal verteidigt, zuletzt im Juli 1997. Dana durch K.O. in der vierten Runde. Bestritten zwischen seinen Teamverteidigungen, aber das war dann oft in einem Soka. Black Panther, kaum ein Kampfname, passt besser wie der für Gomez, der hier zum der meistens in der Opferrolle und auch die Gomez, da sehen wir hier in der Anfangsphase. Robinson hangelt sich hier in die zweite Runde bis gar nicht. Ich weiß nicht, was Robinson dazu. Dabei Türrekord von Juan Carlos Gomez, 301 Kämpfe, 286 Siege, davon 143 durch K.O. Er war Juniorenweltmeister 1990 und kubanischer Landesmeister 1995. Anzieht, dann kann er diesen Kampf hier schnell beenden. Ich tue das selbst immer wechseln, aber ich kann ja nicht. Gomez in der Rechtsauslage, das heißt die Schlaghand ist die linke. Und jetzt wird er, wenn Gomez die, da wäre Robinson fast schon wieder eingeknickt, boxen möchte, wann er hier Schluss macht, das liegt nicht in den Händen von Robinson, das sieht man hier. Dritte. Und dann ist es vorbei, also das reicht jetzt, diese linke. Und er wird ausgezählt von Arthur Ellenson.